Heute zum Einstieg etwas zum Schmunzeln. Diese Woche war der chinesische Außenminister Wang in Berlin zu Gast. Beim Kennzeichen seines Fahrzeugs kann man wirklich von Diplomatie in Vollendung sprechen. SPY, also Spy auf Deutsch Spion. Wir schauen heute auf den DAX, über 13.000 Punkte, den Bitcoin als sicheren Hafen. Und bei den Top-Aktienempfehlungen geht es um Apple und Visa. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Während Tesla-Chef Elon Musk zu einem Überraschungsbesuch nach Deutschland kam, Daimler die neue S-Klasse und eine neue Fabrik vorgestellt hat, ja, da präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt wieder deutlich im Plus über der Marke von 13.000 Punkten. Positive Nachrichten auch von der Konjunktur. Es wird nur noch ein Minus von 5,8% erwartet. Was machen die Märkte und was sollten Anleger jetzt tun? Ich denke mal, auf Sicht fahren. Nach oben hin kann man dieses Momentum mitnehmen. Ich rechne allerdings mit größeren Kursausschlägen in nächster Zeit, sowohl nach oben als auch nach unten. Und ich würde mich dementsprechend positionieren. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen verbessern wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine: 9. September exklusiver Marktausblick mit André Stagge, 22. September Märkte im Chartcheck mit John Gossen, 30. September erfolgreich mit Bluestar handeln mit Ronny Bürger. Meldet euch am besten sofort kostenlos an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Für viele Anleger ist in der Krise der Bitcoin eine echte Alternative zu Gold geworden. Doch ist die Kryptowährung auch wirklich ein sicherer Hafen? Technisch gesehen ist es so, dass Bitcoin sehr wohl als sicherer Hafen in Zukunft gelten kann und aus meiner persönlichen Sicht auch gelten wird. Allerdings ist es so, dass erstmal die Voraussetzung dafür geschaffen werden muss. Und das ist, dass sehr viele Leute an Bitcoin glauben, dass auch an die Technologie, ähnlich wie das bei Gold natürlich jetzt schon seit 3000 Jahren der Fall ist. Und hier zeigt sich schon natürlich ein ganz großer Unterschied. Bitcoin ist nach wie vor eine Nischenerfahrung. Es gibt wenig Leute, die das Thema verstehen und auch natürlich daran glauben, analog zu Gold. Und insofern kann man ehrlich gesagt Stand heute noch nicht von einem sicheren Hafen sprechen. Allerdings ist Bitcoin aus meiner Sicht auf einem guten Weg dorthin. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen. Der Technologiekonzern Apple ist weiterhin beliebt bei Anlegern. Getragen wird die Rallye unter anderem auch von dem kürzlich vollzogenen Aktiensplit, der das Papier attraktiver für die breite Masse macht. Unglücklicherweise stellt der aktuelle Chart leider keinen vollständigen Split der Aktie dar. Es bleibt allerdings zu erahnen, wie sich das Papier in den letzten Monaten entwickelt hatte. Kursziele könnten auf bis zu $169,58 vordringen. Mögliche Rücksetzer fallen bei Apple nicht besonders groß aus, sondern werden vorzüglich in den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt. Die Aktien von Visa haben den Corona-Crash gut überstanden und sind zurück auf die Jahreshöchststände. An den Rekordständen sind sie allerdings abgeprallt. Trotzdem stimmt das übergeordnete langfristige Chartbild positiv. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen eine Longchance. Zunächst einmal sollten kurzfristige Abschläge auf bis zu $202,06 zwingend einkalkuliert werden. Sollte dieser Fall eintreten, können in diesem Bereich sukzessive Longpositionen aufgebaut werden. Die wellentechnische Auswertung der Aktie hält ein Aufwärtspotenzial von bis zu $242,25 bereit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video gerne. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.